Wir melden uns hier natürlich nochmal aus der Sporthalle hier, Erich Kästner Sporthalle. Hier unsere Gäste vom BFC Preußen Berlin gewinnen hier 31-29. War ein sehr hartes Spiel, auch sehr knapp, obwohl unsere Gäste schon klar geführt hatten. Aber wie es denn so kommt im Sport, Post-Schwerin ist da nochmal rangekommen. Ein guter Torwart, ich mache mal hier unseren Trainer Stefan Krey hier, BFC Preußen Berlin. Euer Torwart Maurice Castillo hat ja heute eine tolle Leistung gezeigt. Ja, ich denke, er war der beste Mann auf dem Feld, nach Sven Stamer und unserem Kreisspieler, der neben mir sitzt. Deswegen habe ich ihn auch hierher geholt, die gerade in der Überzahl, in der Manndeckung sehr gut agiert haben und nachher auch das Spiel mit entschieden haben, nachdem Schwerin doch die 5 Tore aufgeholt hatte und wirklich gut gekämpft hat, dran war. Und da haben sie es beide über den Kreis und über den Rückraum gut gemacht. Deswegen würde ich nicht unbedingt nur den Torwart sehen, sondern auch die Angriffsleistung von der Achse Stamer-Pöhl. Also ich habe ja auch hier auf der anderen Seite gesessen. Euer Trainer Christoph, der hat ja nachher auch die Disziplin angemahnt. Drohte das Spiel zu kippen oder habt ihr euren Trainer auch so weit im Griff, dass der, wenn der was sagt, dass ihr das so macht? Unser Trainer ist da natürlich genauso wie wir, ein bisschen heißspornig. In so einem Spiel gegen erwartet schweren Gegner Schwerin ist es natürlich so, dass die Emotionen hochkochen. Und ich denke, dass wir uns Trainer und Mannschaft da ganz gut ergänzen können und in den entscheidenden Situationen der eine den anderen auch zurücknimmt und dass das mehr ein Geben und ein Nehmen ist. Von der Tabellensituation sieht das ja bei euch ausgeglichener aus, aber es war heute doch äußerst knapp. Du hast es ja schon gesagt, Stefan. War das auch zu erwarten und habt ihr gesagt, du, auch wenn die ein bisschen hinter uns stehen, auch nicht so von den Punkten, Post-Schwerin muss man immer auf Rechnung haben. Naja, für uns war jetzt mal interessant zu wissen, wer spielt überhaupt, kommen welche aus der ersten Mannschaft runter. Das ist ja immer so eine Sache, wird dann in der nächsten Woche in Kiel 2 genauso sein. Und nach der Pause war es schon auch wichtig, hier auswärts zu bestehen und das auch umzusetzen, was wir jetzt in der Woche gemacht haben. Und das ist, denke ich, ganz gut gelungen. Ja, das erwartet schweres Spiel. Wir haben gesagt, hier zu gewinnen wird schwer werden. Wir haben es gemacht. Wir haben jetzt 22-8 Punkte. Sind weiterhin, denke ich, auf dem 4. Tabellenplatz. Das Ziel ist, unter die ersten 8 zu kommen und in die eingleisige Regionalliga zu kommen. Und da haben wir heute einen guten Schritt nach vorne gemacht. Wir brauchen 30 Punkte. Und das ist jetzt mal Grundziel. Und war das erwartet schweres Spiel.
Okay, Christoph, noch eine Frage. Du spielst ja, er steht ja am Spielfeldrand. Ihr als Spieler, ihr müsst ja nur machen, das, was der Trainer sagt. Ja, das lässt sich von außen natürlich so leicht sagen. Er würde sich natürlich auch wünschen, dass wir es so umsetzen, wie er es alles uns vorgibt. Das klappt natürlich nicht immer 1:1. Aber ich denke, so wie wir auch, wie er es schon erwähnt hat, gearbeitet haben und wie er uns eingestellt hat, war das, glaube ich, genau richtig auf den Gegner Schwerin heute am Wochenende. Also, wir bedanken uns bei unseren Gästen hier bei Christoph und dem Trainer Stefan. BFC Preußen Berlin gewinnt hier in der Erich-Kästner-Sporthalle. Wir wünschen unseren Gästen jetzt gleich eine angenehme Rückfahrt. Vielleicht habt ihr ja einen Learjet oder seid ihr mit dem Bus hier? Wir sind mit dem Bus hier. Wir fahren mit dem Bus jedes Mal und von daher trinken wir noch ein Bierchen und dann ist gut. Gut, also ein Bierchen darf noch erlaubt sein und dann geht es nachher in den Schneesturm Richtung Berlin. Wir melden uns gleich wieder, gehen rüber zu Wetterverkehr und Werbung. Bis gleich, meine Lieben. So, wir haben hier kurz nach Spielende zu Gast den Trainer von Post Schwerin 2, Holger Antemann. Erstmal ein herzliches Hallo, frohes neues Jahr noch. Erstes Spiel hier im neuen Jahr, 29-31 verloren. Das war ein hart geführtes Ding. Es war knapp, ihr wart sehr früh zurückgelegen, kam dann wieder zurück ins Spiel. Aber fehlte zum Schluss die Kraft oder ist der BFC Preußen Berlin einen Tick besser als Schwerin? Ja, der BFC Preußen Berlin ist natürlich eine Spitzenmannschaft, die in der Regionalliga oben mitspielt. Aber trotzdem, wir haben gesagt, neues Jahr, neues Glück. Und deswegen konnte ich die erste Halbzeit meiner Mannschaft gar nicht verstehen. Das war eine Mannschaft, die nicht gelebt hat, die keine Emotionen gezeigt hat. Und wenn man so Handball spielt, da kann man gar kein Spiel gewinnen. Es gab ein paar deftige Worte in der Halbzeit. Und danach haben die Jungs sich zerrissen, wurden dafür nicht belohnt nachher zum Schluss. Wobei man sagen muss, wenn man 18 Fehlwürfe hat, davon 12, 13 klare Chancen, die nicht verwertet wurden, muss man dann mit der bitteren Niederlage leben. In der entscheidenden Phase, aus meiner Sicht, habe ich mal geguckt, der Torwart mit der Nummer 80, Maurice Castillo, hat er stark gehalten oder habt ihr schwach geworfen? Das Urteil müsstest du dir mir mal sagen, weil ich habe es anders, also aus meiner Sicht habe ich gedacht, Mensch, der hält heute gut. Ja, ist natürlich kein schlechter Torwart, aber wenn man 4, 5 Dinge nacheinander macht, dann möchte auch bitte 2 davon oder 3 drin sein. Und das ist so, sag ich mal, so das Problem von Post Schwerin. Wir machen jeden Torwart zum Weltklasse-Torwart. Dann sollte man sich mal überlegen und seine Wurfvarianten ändern. Und von der Tabellensituation, da steht ja der BFC Preußen Berlin eigentlich ausgeglichen da. Ich glaube mit 14:14 Punkte. Nee? Oder ich muss nachher nochmal nachgucken. Auf jeden Fall von der Tabellensituation klar für die Gäste hier aus Berlin. Und trotzdem war es nachher zum Schluss doch ganz knapp geworden. Na sicher, wenn wir die erste Halbzeit nicht verschlafen, können wir die 2 Punkte mitnehmen, was ich mir auch erhofft hatte. Aber zum Schluss fehlte natürlich auch die Kraft. So. Und natürlich auch die Alternativen, denn der Jakob Wanek ist natürlich ausgefallen, das ist unser Halblinker, Hannes Brotmann ist ausgefallen und Bernhard Ziesert ist schon lange ausgefallen. Das sind alles Aufbauspieler, die uns auch mit am Leben halten. Und so muss ich eben mit drei Leuten durchspielen fast. Und das kostet natürlich viel Kraft. Wie sieht das Ziel aus für Post Schwerin 2 im Jahr 2010? Na, das Ziel sieht so aus, wir wollen Zehnter werden, damit wir in die Relegation gehen können für die eingleisige Regionalliga oder die dreigleisige Regionalliga, was natürlich sehr schwierig wird, denn wir müssen irgendwann anfangen zu punkten und am nächsten Wochenende ist das nächste Spiel und dann müssen wir endlich anfangen zu punkten. Also diese zweite Halbzeit stimmt mich sehr optimistisch. Ich hoffe, dass die Mannschaft diesen Elan aus der zweiten Halbzeit jetzt weiter mit rüber rettet und dann gewinnt die Mannschaft auch Spiele. Also, wir bedanken uns ganz herzlich hier bei Holger Antemann, kurz nach dem Spiel hier nochmal uns zur Verfügung gestanden zu haben. Wir wünschen natürlich für das Saisonziel, was hier ausgegeben ist, viel Glück. Und ich denke mal auch, die zweite Halbzeit hat es eigentlich auch gezeigt, dass es geht gegen einen übermächtigen Gegner, der vielleicht besser in der Tabelle steht, aber heute ein knappes Ergebnis hier nur hingelegt hat. Und dann hoffen wir, dass dieser eingleisige dritte Liga, wenn ich das jetzt richtig höre, dann auch geschafft wird. Und dafür ist der 10. Platz dann ganz wichtig. Der ist ganz wichtig dafür, ja. Der ist ganz wichtig dafür. Dann kann man in die Relegation gehen. Die ersten 8 bleiben sofort drin. Die 9. und 10. ist dann die Relegation, was natürlich auch nicht einfach ist. Aber wenn man sich keine Ziele setzt, dann braucht man nicht in der dritten Liga spielen. Und das soll es auch gewesen sein. Schlusswort von Holger Antemann. Wir melden uns später wieder und wir gehen jetzt zurück ins Studio. Schön, dass ihr dabei wart hier beim Handballsport Schwerin. Bis dann.